Hier sind wir wieder am Eurotunnel-Terminal auf dem Weg zurück nach Frankreich zu unserem Haus. Hier sieht alles irgendwie komisch aus. Der ganze Ort ist buchstäblich wie eine Geisterstadt. Ich zeige euch gleich ein paar Szenen, die sich hier abspielen. Es ist ein bisschen surreal. Es ist einfach sehr seltsam. Guckt euch das mal an. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Geisterstadt. Wir sind jetzt endlich wieder in Frankreich, haben einen 8-Stunden-Trip jetzt vor uns, dann sind wir wieder bei unserem Haus. Es war wirklich eine tolle Zeit im Vereinigten Königreich. Zum Glück war der Schaden durch den Einbruch nicht allzu groß. Wir haben noch ein paar kleine Reparaturen vorgenommen und jetzt ist das Haus wieder vermietungsbereit. Wir haben es tatsächlich geschafft, ein paar Mieter für unser Haus zu finden, was ziemlich cool ist. Hoffentlich bleiben sie jetzt eine Weile dort, was uns ein bisschen mehr finanzielle Stabilität in unserem Leben geben sollte. Ich drücke jetzt mal aufs Gas, wir haben noch einen langen Weg vor uns und zu Hause wartet noch eine Menge Arbeit. Schön, wieder zu Hause in Frankreich zu sein. Zunächst beendete ich ein paar Schnittarbeiten, dann bereitete ich mich auf die bevorstehenden Angelsessions vor. Ich bereite heute meine bevorstehenden Angelschulungen vor. Ich habe jetzt 3 kurz hintereinander und es ist wirklich wichtig, dass ich die Vorbereitungen auf den Punkt bringe, um sicherzustellen, dass meine Gäste auch glücklich sind. Vor jedem Trip sorge ich dafür, dass die Routen mit frischen Schlagschnüren bespult sind, frische Rigs in den Taschen sind, frische Baits dabei, das ganze Terminal Tackle einfach frisch ausgetauscht ist. Es gibt heute genug zu tun, also ich leg los. Ich würde alle 3 Kunden zu denselben 3 Seen bringen. Hier kannte ich die Bestände genau und wusste, mit welchem Ansatz man an die dicken Fische kommt. Diese Gewässer waren einige der schönsten, die ich jemals gesehen hatte. Und ebenso schön waren die Karpfen, die in ihnen schwammen. Also wirklich ein Angelparadies. Jeder der 3 Trips war eine Traumsession mit vielen Karpfen und einigen richtig dicken Dingern. 49 Pounder. Lovely. Verdient man. Das Traumende einer unglaublichen Session mit Pedro. Besser kann so eine Session gar nicht laufen. Guckt euch einfach diesen Fisch an. Guckt euch das an. Wie schwer ist er? Guckt euch mal diesen alten massiven Karpfen an. Wir sind vor ein paar Tagen hier aufgeschlagen und haben direkt Fisch gefunden. Dieser Ort ist einfach verrückt. Wir haben schon über 40 Läufe auf der Uhr. Was für ein Knaller. Absolut unglaublich, Kumpel. Jawohl. Traumhaft. Einfach gut gemacht. Ich habe gleich gesagt, das wird die letzte Session an diesem unglaublichen See. Ich habe hier zum Ende des Lockdowns angefangen zu angeln. Gerade als wir frisch rausgekommen sind. Und ich kann mir nicht helfen. Irgendwie ist dieser See in meinem Gedächtnis geblieben. Ich bin immer und immer wieder gekommen. Insgesamt war ich jetzt 9 Mal hier. Normalerweise angle ich nur 1 oder 2, höchstens 3 Mal an einem See. Aber dieser See hat mich irgendwie gefesselt. Und jetzt weiß ich auch warum. Da ist er. 62¼ Pfund. 28,1 Kilo, wenn ihr Europäer seid. Ein absoluter Koloss. Die Fische sind überall gesprungen, als wir gestern Abend unsere Routen eingekurbelt haben. Heute Morgen mussten die Routen schnellstmöglich raus. Und die Route lag gerade mal 10 Minuten, da ist der hier losgerattert. Der hat mir einen wahnsinnigen Kampf geliefert. Ich war 25 Minuten auf dem See. Einfach ein brutales Tier. Das ist das absolute Highlight aus diesem See. Was für ein wunderbares Tier. Danke für deinen Besuch und für das Abrunden meiner Angelei an diesem See.
Oh, mega. Dieses letzte Bild bedeutete mir die Welt. Ich glaube, jeder, der einmal eine Zeit in ein Gewässer investiert, kann das nachvollziehen.